Hallo Freunde des Stroms, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch einmal die interessante Frage bearbeiten. Wenn ich heute eine Notstromversorgung in meiner Unterverteilung einbauen möchte, ganz einfach Wechselstrom, zum Beispiel über Powerstation. Wie muss ich da vorgehen in der Unterverteilung, dass ich hier gewisse Stromkreise einfach sozusagen Notstrom versorgen kann? Also wir fangen jetzt mal ganz einfach an. Das war nämlich auch die Frage von dem Zuschauer. Er ist in der Mietswohnung, möchte nicht großartig umbauen, weil sie mir nicht gehört, aber er möchte halt gewisse Stromkreise, zwei, drei Stromkreise Notstrom versorgt haben. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe hier einfach einmal eine Unterverteilung für eine Wohnung nachgebaut. Der untere Bereich ist jetzt einfach nur so reingesteckt, dass man es einmal zum Verdeutlichen. Der obere Bereich ist komplett verdrahtet und auch funktionsbereit. Habe hier zwei Steckdosen hingemacht, die mir dann sozusagen die Stromkreise simulieren, damit wir natürlich auch das ein bisschen anschauen können. Wir haben einen ganz normalen Gruppenfehlerstromschutzschalter drin mit sechs Leitungsschutzschalter daneben. Wir installieren ja alle nur noch der DIN 18015. Okay, kleiner Spaß am Rande. Also, ich habe jetzt einfach mal sechs Stromkreise rausgenommen, weil es ist ja komplett sozusagen egal, ob ich jetzt drei Fehlerstromschutzschalter habe oder ob ich 12 Automaten habe. Das ist komplett egal. Es ist eigentlich immer dasselbe Prinzip. Ich habe jetzt einmal zwei Möglichkeiten rausgesucht. Einfacher Weg. Wir versorgen jetzt dann unseren Kühlschrank und wollen einfach hier auf dem Kühlschrank einmal Notstromversorgung draufbringen, dass wir das hier realisieren können. So, es ist jetzt alles eingebaut und jetzt schauen wir es uns einmal miteinander an und ich erkläre euch jetzt einmal, was ich gemacht habe. Es ist so, ihr könnt ja hier nicht großartig rumarbeiten, wie schon gesagt, ist eine Mietswohnung, es gehört euch ja nicht. Meine Idee ist jetzt folgendes, wir arbeiten hier mit dem Gruppenschalter, den ich zum Beispiel auch schon mal bei der Notstromversorgung für die Heizung, da habe ich mal ein Video drüber gemacht, ich verlinke es euch oben, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist genau dasselbe Prinzip. Wir gehen jetzt im Endeffekt her und leiten, also wir schalten jetzt zwischen zwei Energiequellen hin und her. Einmal die Energiequelle vom Leitungsschutzschalter von unserem normalen Stromkreis oder halt dann von der Powerstation. Und das schaut jetzt wie folgt aus. Ich habe es jetzt so gelöst, ich bin hergegangen, habe mir von der Sicherung 1 hier zum Beispiel den L rausgenommen und den Neutralleiter hier von der Neutralleiterschiene. Dies ist quasi für diesen Gruppen-RCD. Also L und N muss man rausnehmen und habe die hier angeschlossen auf 2 und 8 vom Gruppenschalter. Das heißt, der linke Part übernimmt mir die Phase, der rechte Part übernimmt mir den Neutralleiter. Wir müssen hier quasi sozusagen allpolig trennen und auf unsere Ersatzstromquelle, wie zum Beispiel die Powerstation, umschalten. Habe das hier eingeklemmt, bin hier unten hergegangen, also untere Reihe, das ist dann 1 und 7, die 2, und habe mir quasi sozusagen den Neutralleiter wieder von der Schiene geholt und die Phase hier von der Sicherung 1 habe ich mir ganz normal von der Sicherung geholt, hier unten rein und habe das hier durchgeschlüpft. Das heißt, wenn ich jetzt den Gruppenschalter in einer Stellung habe, übernimmt meine Stromversorgung, mein Leitungsschutzschalter ganz normal die Versorgung von dem Stromkreis. Auf der zweiten Seite haben wir dann hier die Leitung. Das da hier, das ist dann sozusagen unser Powerstation-Stecker. Verpolungssicher natürlich, wo wir hier unsere Energie quasi von der Powerstation her bekommen. Ich habe jetzt hier quasi eine Schlaufe gelegt, damit, weil ich halt einfach dieses Adapterkabel noch hatte. So. Und das ist jetzt nichts anderes. Wir machen mit einem sozusagen Doppelwechselschalter, schalten wir zwischen Powerstation, also Notstrom, und zwischen Regulärstrom um. Und das schauen wir uns jetzt einmal in der Praxis an. Ich bin jetzt mal hergegangen und habe keins von meinen gebrückten Kabeln verwendet, sondern ganz normale Leitung, das heißt Schuko-Stecker auf CEE, wo ich halt hier in der Werkstatt habe. So, stecken wir wieder ein. Powerstation ist schon in Betrieb und wir arbeiten jetzt mit diesem Erdungsrelais von der Firma Ecoflow. Ich möchte es nämlich auch gleich einmal ausprobieren. Ist hinten angesteckt an den Schuko-Steckdosen, vorne hier auf der linken Seite, wie es in der Beschreibung drin steht. Ist alles eingeschalten. Und es müsste jetzt eigentlich auch alles funktionieren. So,
Dann gehe ich jetzt mit meinem Dann gehe ich jetzt mit meinem CE-Adapter auf meinen Einspeisestecker. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich weiß ja nicht, wie ihr das zu Hause oder bei euch dann machen wollt. Ob man sagt, okay, man macht sich da irgendwo ein Kabel raus oder keine Ahnung. Auf alle Fälle schaut's bitteschön. Wie schon gesagt, verpolungssicher. Ist jetzt bei einem Stromkreis nicht so schlimm. Der will es nicht laut sagen, aber es ist so. Wenn ich aber natürlich mit mehreren Stromkreisen arbeite, dann sollte man schon schauen, dass das natürlich auch verpolungssicher ist und dass auch die Phase auf Phase ist und der Neutralleiter auf Neutralleiter. Weil sonst ist es doof, weil übernimmt ja dann die Sicherung, übernimmt ja dann quasi das Abschalten vom Neutralleiter und es ist immer noch Dampf auf der Hütte, wenn irgendwas passieren sollte. Deswegen, aber da komme ich jetzt gleich dazu. Jetzt schauen wir es uns mal schnell an. So, ich stecke jetzt hier ein. Dann schaue ich, dass ich nicht übers Kabel drüber falle. So. Und wir können dann eigentlich schon mal im Normalbetrieb loslegen. Das heißt, wir haben jetzt überall Strom drauf. Ich schalte meinen Fehlerstromschutzschalter ein. So. Dann gehe ich jetzt hier mit unserer Testlampe auf die erste Steckdose. Die wird jetzt quasi versorgt. So. Also, es läuft ganz normal. Und jetzt machen wir unseren Stromausfall. So, jetzt haben wir Stromausfall. Wir müssen jetzt umschalten. Powerstation ist in Betrieb genommen worden. Alles eingeschalten, das passt. Und jetzt gehen wir her, schalten unseren Gruppenschalter in die Stellung 0. Jetzt wird komplett beide Netze aufgemacht. Und dann schalten wir ihn einfach auf unser Notstromnetz um. Und schon haben wir jetzt hier ganz normale Notstromversorgung auf dem einen Stromkreis. Wir können es schneller mal ausprobieren. Schaut her, die rechte Steckdose wird nicht versorgt. Da funktioniert es jetzt nicht. So. Und schon haben wir jetzt eine Notstromversorgung und ein ganz einfacher Weg aufgebaut. So. Ein Problem haben wir jetzt an dieser Geschichte, an dieser einfachen Geschichte. Ich habe euch auch bewusst keinen Fehlerstromschutzschalter mit reingebaut. Das heißt, wir umgehen jetzt quasi die Schutzeinrichtungen, das heißt den Fehlerstromschutzschalter und den Leitungsschutzschalter und gehen jetzt davon aus, dass die Ersatzstromquelle das hier bereitstellt. Man kann es natürlich auch so machen, dass man sagt, okay, bevor dass ich jetzt in den Gruppenschalter reingehe, nehme ich einen zweipoligen Fehlerstromschutzschalter, oder man nimmt eine FILS-Kombination her. Wisst ihr, gibt es ja namhafte Hersteller, Siemens, Hager, ABB, und baut den noch mit dazu. Das könnte ich jetzt auch machen, wenn man sagt, okay, ich versorge hier quasi meine Notstromversorgung noch separat mit einem Fehlerstromschutzschalter. Das wäre jetzt auch die einfache Möglichkeit. Oder man geht her und baut sich in die Zuleitung einen sogenannten Kabel-RCD mit rein. Oder es gibt das Ganze auch als fertige Leitung. Muss der Papp wieder auspacken. So. Kennt ihr ja auch schon aus meinen Videos. Ist jetzt nichts Neues, wo man halt einfach sagt, okay, ich baue mir hier als Verlängerungsleitung bzw. von der Powerstation einfach ein Kabel-RCD mit rein. Wie schon gesagt, das müsst ihr selber entscheiden, wie für euch der einfachste Weg ist und wie man das bei euch auch realisieren kann zum Beispiel. Ich würde es jetzt so machen, ich würde mir einfach nochmal so einen Automaten mit reinballern. Ist natürlich auch eine Platzsache, ist in der Unterverteilung so viel Platz oder habe ich nur eine Teileinheit oder sowas. Und das ist jetzt auch der Punkt, warum ich gern mit diesen Gruppenschaltern arbeite, weil der Platzbedarf ist natürlich minimal und eine Teilungseinheit kann man schon noch irgendwo mit reinquetschen bzw. Irgendwo dazu bauen, wo man sagt, okay, da habe ich halt dann Platz. So, jetzt haben wir einen Stromkreis versorgt. Jetzt wenn wir zum Beispiel sagen, okay, die Lösung gefällt mir, ich habe zwei Stromkreise, dann kann man sagen, okay, Punkt 1, man nimmt die zwei Stromkreise einfach zusammen auf eine Sicherung. Wie schon gesagt, wenn man sagt, okay, ich hänge jetzt den Kühlschrank und die Küche und eventuell noch die Steckdose für mein Internetzeugs oder sonstiges, hänge ich da einfach mit zusammen. Dann brauche ich nur einen Gruppenschalter, muss man halt natürlich schauen, dass dann die Maximalleistung das nicht überschreitet. Also der kann jetzt ab 16 Ampere und der Leitungsschutzschalter hat auch 16 Ampere. Wenn das jetzt nicht reicht oder das andere Beispiel ist, ich habe jetzt einen Stromkreis auf dem Gruppen-RCD 1, brauche aber noch einen Stromkreis auf dem Gruppen-RCD 2,
Dann machen wir es einfach so, wir nehmen einen zweiten Gruppenschalter und nimmt den zweiten Gruppenschalter einfach für den anderen Stromkreis her und macht es halt einfach so, dass man die Versorgung von der Powerstation einfach nur mit der Klemmstelle versieht und dann halt die Versorgung auf den zweiten Gruppenschalter runterklemmt, und dann hat man beides gelöst, in dem Sinne, dass man halt sagen kann, okay, ich kann auf beiden Dingen umschalten. Es ist jetzt einfach vom Prinzip her immer dieselbe Arbeit. Man muss die Phase von der Sicherung abtrennen, den Neutralleiter muss man rausfinden, das auf den Gruppenschalter klemmen, dann wieder Ersatzstrom, also den Netzstrom wieder bereitstellen auf dem Gruppenschalter und halt dann die Ersatzstromquelle mit anklemmen. Und das kann man jetzt beliebig machen, so oft wie man will. Da ist es halt jetzt so, irgendwann macht es halt keinen Sinn mehr, weil so ein Gruppenschalter kostet natürlich auch ein Geld. Ich habe euch den einmal unten verlinkt. Wer Interesse hat, kann ihn sich gerne mal anschauen. Möglichkeit 2 habe ich mir jetzt ausgedacht, wenn man Platz hat in der Unterverteilung, und es ist ja nicht so, dass jede Unterverteilung immer proppevoll ist, sondern es gibt ja auch Verteilungen, wo man auch genügend Platzreserven hat. Das heißt ja mindestens 30, also ein Drittel, sozusagen 30% soll man Platz drin haben. Ist jetzt so, man kann auch zum Beispiel hergehen und für die Notstromgeschichte eine komplett eigene Sache aufbauen. Das habe ich jetzt so gelöst. Ich habe mir jetzt einen sogenannten Netzumschalter geholt, SFT240, habe ich euch auch unten verlinkt. Der kann jetzt bis zu 40 Ampere pro Schaltkontakt verarbeiten. Zweipolig ausgeführt, ist auch nichts anderes wie der Gruppenschalter, bloß halt etwas größer. Aus dem Grund, ich arbeite hier, wie schon gesagt, mit den Unterverteilungen recht mit Gruppenschalter und solchen Sachen, weil die halt einfach vom Platzbedarf her wirklich, sind zwei Teilungseinheiten jetzt, man kann ihn immer irgendwo dazu bauen. Ich habe es jetzt so gelöst, hier oben ist die Einspeisung von der Powerstation. Ich gehe jetzt hier auf den Gruppenschalter und hole mir quasi oben von den Hauptabzweigklemmen, hole ich mich nochmal eine Phase. Also ich habe jetzt hier L1 genommen und den Neutralleiter, gehe hier runter, habe jetzt hier quasi einmal L und N vom Netz, L und N von der Powerstation, gehe oben raus, gehe in einen zweipoligen Fehlerstromschutzschalter mit rein und habe halt dann hier zum Beispiel zwei Leitungsschutzschalter oder auch drei, kann man jetzt auch machen, je nach Belastung, wie man es halt hat. So. Dann habe ich mir oben von der Sicherung 1 die Phase geholt, nach unten, deswegen habe ich es jetzt hier auch so auf der Seite rübergelegt. Und man muss natürlich den Neutralleiter auch mitnehmen. Das heißt, hier nochmal einen eigenen Neutralleiter-Klemmblock gemacht und hier den Neutralleiter von dem entsprechenden Stromkreis geholt. Und schon hat man ohne großen Aufwand eine komplett eigene Geschichte, läuft aber auch ganz normal übers Netz mit. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Sicherung L1 einschalte, dann brennt da drüben unsere Leuchte. So, ganz normal übers Netz. Jetzt machen wir es einfach so. Ich schalte jetzt mal das Netz komplett aus. So, jetzt geht unser Stromkreis weg. Fehlerstromschutzschalter und solche Geschichten sind ja ganz normal drin. Und jetzt können wir halt über unsere Powerstation, hier wieder über unser Steckersystem, können wir jetzt ganz einfach hergehen, stecken hier ein und haben jetzt die Möglichkeit, das Netz komplett umzuschalten. Das heißt, ich gehe jetzt wieder in Mittelstellung und schalte auf Notstrom um und habe sofort wieder Notstrom auf meinen entsprechenden. So, dann lassen wir mal den Fehlerstromschutzschalter im Powerstationbetrieb auslösen. Ich mache jetzt die ganz normale Strommessung. Schauen wir mal schnell. So, schaut's her. Der unten hat ausgelöst bei 12 mA. Passt wunderbar. Und jetzt gehen wir her. Schalten aufs Netz wieder rüber. Müsste jetzt eigentlich die gleiche Funktion kommen. Brauchen wir jetzt einfach nur noch schnell auf Start drücken. So, auch bei 12. Ja, ist jetzt der gleiche Fehlerstromschutzschalter. Aber ihr habt es gesehen, es geht in beiden Positionen geht es. Jetzt muss ich mal schnell die Kamera schnell anders hinstellen, weil ich muss mich so verbiegen. So, das macht jetzt natürlich der Erdungsadapter von EcoFlow. Funktioniert wunderbar. Dazu möchte ich aber ein eigenes Video machen, weil da möchte ich dann noch ein paar Sachen sagen.
Aber ich möchte jetzt den Rahmen von diesem Video einfach nicht sprengen. Ihr habt es gesehen, es geht mit einfachen Mitteln. Natürlich muss ich auch dazu sagen, bitte schön, lasst euch das von einem Elektriker machen und hört's, also macht nichts selber an der Unterverteilung, wenn ihr hier den Beruf nicht habt. Ich muss es auch sagen und es ist natürlich auch richtig so, weil nur ein Elektriker hat hier quasi an der Verteilung rumzuschrauben. Nicht, dass euch was passiert, Klemmstelle passt nicht oder sonstiges oder euch haut es irgendwas zusammen. Das muss natürlich auch nicht sein. So, das waren jetzt einmal zwei Möglichkeiten. Einmal mit einem größeren Gruppenschalter zu arbeiten. Ich sage immer Gruppenschalter dazu, weil für das sind sie ja eigentlich gebaut. Oder halt mit hier, mit dem kleinen, wo man ganz einfach ohne, also mit dem kann man ganz einfach ohne großen Aufwand hier ein, zwei Stromkreise kann man hier definitiv zusammenlegen und sagen, okay, ich habe hier einen Umschalter, wo ich mit einer Teilungseinheit hier Notstrom in meine Anlage reinbringe und somit ohne großen Aufwand hier eine Versorgung machen kann. So, Möglichkeit 2 war jetzt, dass man das Ganze separiert, einfach die Leitung und den Neutralleiter rausnimmt, eine eigene Geschichte aufbaut, hier natürlich mit mehreren Stromkreisen arbeiten kann und sich hier natürlich super Ersatzstrom in die Anlage reinholen kann und kann das natürlich auch jederzeit wieder rückbauen. Die Sicherungen, die wo halt hier jetzt quasi nicht belegt ist, zum Beispiel sagen wir mal Kühlschrank, Kinderzimmer 1, sonstige Geschichten oder Küche, einfach drin lassen und wenn man dann sagt, okay, ich gehe jetzt aus der Wohnung wieder raus, beziehungsweise kann man das Ganze wieder rückbauen und muss hier nicht großartig irgendwelche Reihen oder sonst was verändern. Ich sage, ich mache jetzt noch mehr Video drüber, da gehen wir dann mit ein bisschen größeren Sachen ran. Ist auch ganz interessant, da habe ich jetzt auch zwei Möglichkeiten und wenn es interessiert, schaut es sich bitte an. Sonst in diesem Sinne, meine lieben Freunde des Stroms, wünsche ich jetzt auf alle Fälle noch einen super schönen Tag. Bleibt mir dabei, bleibt mir gesund und irgendwann kommt die Sonne auch wieder und hört endlich mal dieser Regen auf. Dann können wir auch wieder hinten auf der Baustelle was machen. In diesem Sinne, macht es gut. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus, pfiat euch.